Hey ho, mein Freund, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Borderlands 3. In der letzten Folge haben wir uns darum gekümmert, dass Claptrap hier eine neue Antenne bekommt. Wir können die jederzeit ändern. Das ist deine Aufgabe, es in den Kommentaren zu schreiben, welche du haben willst. Im letzten Video habe ich dir ganz am Ende nochmal gezeigt, welche Varianten wir haben. Ich kann es jetzt auch nochmal ganz schnell machen. Da musst du es halt unter diesem Video auch nochmal schreiben, wenn du es nicht schon beim letzten gemacht hast. Und selbst wenn, dann kannst du es ja trotzdem nochmal machen. So. Wir haben die. Mit den Kleiderbügel. Ein Göffel. Hallo? Einen Regenschirm. Ein Aluhut. Oder wofür ich mich momentan entschieden habe, ist die klassische. Wie gesagt, die Entscheidung liegt bei dir. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission. Dazu, da haben wir einen toten Claptrap. Den hatten wir schon abgeholt. Zu Tendes zur Ausgrabungsstätte müssen wir. Sehr gut, dann können wir gleich da weiterfahren. So, dann können wir ein bisschen Ausgrabungen oder ein Tennis soll uns ja verraten mit den Kammerschlüssel, wie man ihn wieder aufladen kann oder wie man ihn wieder zum Funktionieren bringen, weil er ist ja momentan kaputt und wir können ihn nicht aufladen. Irgendwie falsch gefahren, aber so verlassen, wie das hier aussieht, ne? Gibt es irgendeine Besonderheit? Ach genau, und die Familie Crowley haben wir auch in der letzten Folge kennengelernt. Und ihnen mal erklärt, dass man sowas nicht macht, was auch immer die gemacht haben. Sir Hermelock fand es nicht toll. Hat uns darum gebeten, mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen zu reden. Erst kam die Mutti. Nachdem wir mit dem Gespräch mit der Mutti fertig waren, mehr oder weniger, kamen dann noch die Kinder und die Kindeskinder. Wir mussten alle davon überzeugen, wie das ja hier vonstatten geht in dieser Welt. Sie hatten alle Verständnis dafür, haben uns sogar ein paar schöne Sachen überlassen. Ja, es war ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Kann ich spielen? Das Bench erinnert mich irgendwie an Borderlands 1. Hat es ja TK Baha dabei gehabt? So, Tennis hat eine neue Ausgrabungsstätte. Hier sind aber irgendwie nicht so viele eritianische Sachen wie. Eritianische Ausgrabungsstätte, okay. Wirklich? Eine Person, die meine wertvolle und unersetzliche Ausgrabungsstätte zertrampelt. Kann ich helfen? Tennis, nehme ich an. Das bin ich. Du musst Liliths neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Nun, lass mich mal sehen. Tennis haben sie auch wieder gut getroffen. Während ich dieses unvorstellbar komplizierte und unbezahlbare Alien-Artefakt untersuche und stiehl einfach, was nicht festgenagelt ist. Oh, das ist aber schön. Wir sollen warten und wir sollen stehlen. Ich brauche von dir Feedback für meine Hypothesen. Bitte verwechsle das nicht mit einer Unterhaltung. Wie ich erwartet hatte, Tyrene Calypso ist eine Sirene. Sie scheint sich von der Lebenskraft anderer zu ernähren und ihr Kult ist. Okay. Vorerst. Die Kammern beherbergt unvorstellbare Macht. Aber der Gedanke, dass die Kalypso-Zwillinge sie zuerst erreichen, jagt mir einen Schauer über den Rücken. Nicht nur dir. Ah!
Hä? Hörst du Schreie? Oder habe ich einen meiner Anfälle? Aha, ich mache sie mit meinen Fäusten bekannt. Heya, Superfan! Ist die Karte schon repariert? Na, gib sie mir einfach, dann kannst du Teil der Familie werden. Aber halt, was ist das? Du fehlst nicht? Okay, du hast deine Chance. Ist echt ein Jammer. Bis dann! Nicht wirklich. Es sind bestimmt YouTuber oder Instagrammer. Nein, das sind Instagrammer. Wir sind ja YouTuber. Wir sind besser. Ich bin unterwegs. Kammerjäger, lass sie nicht in die Nähe von Tennis oder der Karte. Lass mal doch auch nicht. Und du bist nicht hier. Du kannst dich teleportieren oder facewalken, ne? Warum schaffst du es da nicht einfach herzukommen, so ganz schnell? Ja, du? Ich bin doch schon in Sicherheit. Kriegen sie doch auch nicht. Ich bin bei Tennis, sie ist in Sicherheit. Jetzt habe ich mal wieder jemanden eingefangen. Was? Genau, eine Hand frisst die andere. Hör auf, mich zu treten. Kämpf weiter, Kammerjäger. Mach ich doch. Ruhe. Ich wollte schon die ganze Zeit dieses komische Fassdaten auf. Hallo, bleibst du mal stehen? Du brennst doch. Lups. Doch, wirst du. Wie viele Wellen werden das? Alles klar, schalten wir den Rest zusammen aus. Hey, da hat jemand El Fugo getötet. Ich... Ja, wenn die jetzt so rumrennen würden, bleibt du mal ein bisschen still stehen. Was? Ich bin doch kein Kammerdieb. Ihr seid Banditen. Ich bin einfach nur... Das ist für die Raiders. Genau, das ist für die Raiders. Für den Tod. Badass Fanatiker. Ah, noch weiblich. Die kann mich wiederbeleben. Cool. Hey. Hab dich gerade mit Lille verwechselt. Sorry. Alter. Ressourcen. Habe ich getan, was ich konnte, Lilith. Sollen wir es versuchen? Irgendwie. Ich denke, das sollte klappen. Einige Daten sind beschädigt. Die Karte scheint erheblichen Schaden erlitten zu haben. Hypothese? Tyree Calypso hat versucht, die Karte zu laden, aber ihre Kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt. Leider erkenne ich nur einen einzigen Planeten. Promethea? Natürlich! Teil von Delion hat die erste Kammer dort gefunden. Promethea. Gute Arbeit, Tennis. Genau. Auch nach Promethea, richtig? Sieht so aus. Wir müssen vor den Kalypsos bei dieser Kammer sein. Ellie hat an einem Schiff für uns gearbeitet. Ich bringe Tennis und die Karte dorthin. Wir sehen uns an der Startrampe, Kammerjäger. Alles klar. Oh, du weißt, dass ich was verabscheue, Lilith. Ich will nur, dass meine Eridianer-Expertin sicher ist. Kennst du noch eine andere Eridianer-Expertin? Bereit?
Ach, Tennis. Hier ist auch wieder so ein Symbol. Komisch. Schau ich mir später an. Okay, ich markiere es mal. Ist markiert, oder? Ja, schau, ich kann es nicht markieren. So, begib dich zum Schiff am Trockendock der Waders. Alles klar. Wir kommen hier, glaube ich, eh wieder hin, aber finde ich ein bisschen schade, das ist dann nur so klein ist, die Map. Also das heißt, klein, wir haben jetzt mehrere Planeten. Ich glaube, wir werden auch noch mal auf Pandora landen. Wenn ich sonst in Kacke trete, lässt sich das leicht abwischen. Aber ihr seid hartnäckig. Ich würde euch was verraten. Diese Karte und jede Kammer darauf sind mein Geburtsrecht. Ihr versteht nichts von Kammern oder wozu sie da sind. Ich schon. Wir sind die Kinder der Kammer. Ist so eine Familiensache. Nicht wirklich. Ich glaube, du verstehst auch nicht. Warum? Tywin, warum hat Lilith und Roland und so weiter und so fort, Brick, Mordecai, die erste Kammer geöffnet? Warum hat Zero, Exton, Maya und Salvador die zweite Kammer geöffnet? Wo warst du zu der Zeit? So, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Achso, hier war ich schon. Das ist das Trocken Dr. Raiders. Schiffsvorbereitungen helfen? Ich sammle die Raiders ein und bringe sie an Bord. Natürlich kann ich das. Nicht wirklich. Sei auf alles gefasst, Ellie. Lassen uns nicht ohne Kampf ziehen. Ich hab was Besonderes für dich, KJ. Das Fahrzeug da drüben ist mein Biotreibstoff. Wählerisch, was die Quelle betrifft. Überfahr einfach ein paar Banditen und Skeks, um zu tanken. Umweltfreundlich, was? Hüpf rein, Kammerjäger! Okay, den scanne ich mir sofort ein. Das ist mega. Was haben die da? Ja, wir brauchen eine neue Zentrale. Wir haben nichts. Wir sind arme, ganz arme Raiders. Dann kommst du hierher. Und siehst das? Die lästigen KDK greifen die Königin weiter an und werden sofort abgeschmettert. Die Königin bin übrigens ich. Mich musste noch nie einer beschützen, das steht mal fest. Ich kann mir selbst helfen, auch auf so einem barbarischen Planeten wie diesen. Aber mich mit den Raiders zusammenzutun, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wir sind wie eine Familie. Seit Scooter nicht mehr da ist, habe ich auch sonst keine. Was ist mit Scooter? Ich hau das Ding jetzt erstmal ins Ketchup. Wenn das Ding eine Pandora-Panne hat und heiliges Höllenfeuer ausbricht, komm einfach zurück, dann gebe ich dir einen neuen Zapfer. Wie gesagt, du musst nur ein paar Banditen-Skeks und was weiß ich sonst noch überfahren. Echt? Warum bin ich jetzt mit dem PlayStation-Netzwerk verbunden? Und warum kann ich den nicht einscannen? Ich will den doch einscannen. Ah, cool. Also, wir müssen einfach nur irgendwas überfahren. Also, so. Siehst du, die werden direkt
Edge-Ride-Geschäft mit dem nachhaltigen Treibstoffgeschäft aufzurotten. Ist eklig, aber die einzigen Ressourcen, die es auf Pandora noch im Überfluss gibt, sind Banditen und Skeks. Immer nutzen, was das Land uns gibt. Sehr schön. Na los, machen wir's voll. Nur noch ein bisschen Biotreibstoff. Nur noch ein bisschen Biotreibstoff, hier genau. Also, wenn das Biotreibstoff ist, dann hätten wir ja. Es ist fast die ganze Crew an Bord. Sobald du diesen Astronaut-Chip hast, geht's los. Ja, aber macht bitte nur mal solche Einblendungen. Das tut ein bisschen weh. Ach, den Astronav-Chip muss ich jetzt noch holen. Also das fand ich mit Angel, das sah ein bisschen schöner aus. Und jetzt mit der Lilith, das ist ein bisschen... nicht so meins. Warte. Wo ist der? Da hinten in so einem dunklen Gebiet. Da war ich noch überhaupt gar nicht. Okay. Wegfindung. Aktiv. Ah, da komme ich nicht hoch. Muss ich da hoch? Ich kann auch da hinten. Ah, ich kann auch da hinten lang. Gut. Wegfindung ist ganz wichtig. Ah, da fliegen was. Fliegt irgendwas. Rex wahrscheinlich. Da nicht. Ja, weiter hinter. Da hat man schon eine Minimap. Aber muss ich immer noch auf die große Karte verlassen. Ich merke schon, dass ihr nicht kapiert, was wir hier tun. Ich werde es euch schnell erklären. Mein Bruder und ich wurden in einem Käfig geboren. Pops hat gesagt, es sei zu unserem Besten, dass der Rest des Universums voller Banditen ist, die uns in Stücke reißen würden. Und als wir uns endlich befreit hatten, stellten wir fest, dass er recht hatte. Banditen, soweit das Auge reicht. Banditen waren die größte ungenutzte Ressource in der Galaxis. Es gibt Milliarden von ihnen in den Borderlands. Menschliche Wracks, Überreste der Konzernkriege. Sie sind gebrochen, aber bei uns fühlen sie sich wertvoll. Also kämpfen sie für uns und sterben für uns, weil sie endlich einen Platz haben, an den sie gehören. Eine Familie. Meine Familie. Ja, aber nur das halt. Ich habe ein paar Hallos, weil ich angegriffen wurde von einer Larve. Ich hoffe, draußen pottet sich nicht irgendwie eine ein. Ein bisschen Training kann nie schaden. Hui. Ja, ich wusste doch, dass einer sich einpottert. Die zweite versucht es auch. Also, drei Stück haben sich eingepottert. Hui. Mit der SMG. Submachine Gun. Hui, da ist was Blaues. Nochmal mit. Oh, okay, Inventar ist voll. Ist ja auch nur grün. Und grün ist pfui, das wissen doch, weiß doch jeder. Wir können dann gleich die Mission, also den Chip muss man eigentlich schnell bekommen. Und kriegen da oben auch nochmal so einen Log. Kann auch sein, dass ich ein bisschen vorgegriffen habe mit den Logs, dass wir da jetzt erst die Wahrheit erfahren hätten. Aber wir haben ja schon zwei. Also wir müssen Claptraps Ausschau halten. Wir kriegen nicht immer Bescheid, wenn davon etwas in der Nähe ist. Jede Ecke absuchen.
Es könnte ja irgendwo was liegen, was man gebrauchen kann. Komm schon. Ich probier mal wieder. 36. Toll. Was, du bist ein Hund? Ja, kritisches machen aber auch nicht wirklich Schaden. Gut, weit genug weg. Warte mal. So. Immer schön entspannt bleiben. Mein kleiner Fanatiker hier. Alter. Gut. Weg. One shot. You only get one shot. Would you capture or let it slip? Bein weggeschossen. Diese Form, das ist mal klar. Let it slip. Ah, Mensch. You only got one shot. One opportunity. Der ist noch da, der richtet mich auch noch auf. Lose yourself. Ich schalte Kammerdiebe aus. Scheiß dir. Perfekt. Haha. Matschepampa. Ich laute schön nach in aller Ruhe. Ich kann seinen Kopf nicht rein. Quatsch! Ich finde es immer noch so grandios, wenn die. Dass die jetzt wieder zerfatschen, die Köpfe. Weichei. Der Astronaut-Chip sollte in der Nähe sein. Ohne kommen wir nicht bis nach Promethea. Ja, liebe Ellie. Es war jetzt alles okay. Komm schon, geht sterben. Das ist der Chip. Ich habe den Astronaut-Chip gefunden, Ellie. Endlich! Oh, ich kann kaum erwarten, Pandora zu verlassen. Ich bin schon so lange hier, dass es mir in den Knochen steckt. Und überall anders zählt das als Krankheit. Okay. Also wenn Pandora als Krankheit... Ich freue mich immer wieder, wenn ich hierher darf. Aber hier leben unbedingt für immer. Ich verstehe sie schon. Ja, ich müsste mal Pfeilen verwenden.
Okay. Sehr schön. Ich schaue mich noch ganz kurz um. Dauert nicht mal lange. Seht ihr, wir haben noch zwei Spinde vergessen. Es wäre doch zu schade, wenn wir irgendwas vergessen hier. Wie zum Beispiel das. Ja, bestimmt schon gemerkt, dass Pandora kein so richtig freundlicher Planet ist. Ich schätze, es ist bei euch immer noch so übel wie bei mir. Wenn also irgendwas auf euch zukommt, erstmal schießen. Wir nennen das den Pandora-Anschlag. Hey, wer zur Hölle bist du? Ich bin Typhon de Leon. Schön, dich zu treffen. Hier was zu verwenden. Ja, ich mache eine Echo-Serie. Klar gebe ich Autogramme. Alles klar. Ja, ich mache eine Echo-Serie. Gut. Könnte jetzt nur passieren, wenn wir dann wieder dort sind. Scorpion Rack. Stachel Rack. Rack Rack. Stachelrack. Also die sehen schon ein bisschen anders aus. Ich mag dieses Zerfletschen. Wisst ihr, was ich meine? Immer nur Pistolen. Naja. Ist halt auch nur grün. Ach nein, ich kann ja nämlich nicht mal porten. Ich muss ja fahren. Wir kommen aber schon wieder. Auf dem Weg zum Schiff. Wir sehen uns, Killer. Warum? Die nennen irgendwie jeden Killer. Komm zurück, dann kann ich auftanken. Wir sind doch schon auf dem Weg. Bin ich überhaupt richtig? Ups. Ich habe mich verfahren. Ich habe mich nur ein bisschen verfahren. Ist das das Schiff? Wow. Eine Sekunde, ich passe auf. Ich kann nicht glauben, dass wir nach Prometea aufbrechen. Es wird toll, neue Sachen zu sehen und neue Lagen abzuchecken. Wird Zeit, den Stadtjungs ein paar Sachen zu zeigen, die sie nur aus Naturdoku kennen. Ist das neu? Kann es. Warte mal. Um den kümmere ich mich. Ich will da auf deinen Arm schauen. Catch a ride. Hallo? Oh, das ist süß. Catch a ride to heaven. Und der Scooter ist drauf. Na gut, was heißt süß? Ich finde es eigentlich schon ein bisschen. Oh nein. Warum haben wir ihr den Kammerschlüssel gegeben? Gib mir einfach die Karte. Oh nein. Cool. Dann mal los. Hab sie.
Nein, oder? Sirene? Ja. Liegt in der Familie. Ich bin die Sirene. Er ist ein Parasit. Wirklich. Bei der Geburt musste Vater in mir abschneiden. Also, ich bin das Einzige, was ihn am Leben hält. Was machst du denn da? Ich kann lebendigem Energie aussaugen. Auch deine, Firehawk. Kammerjägerlegende, Schlechterin des Zerstörers, Firehawk. So viele Titel, so wenig Wirkung. Nun, ich habe deine Kräfte. Jetzt erledige ich dich. Was? Das geht? Tyrene. Gut. Okay. Ty, komm schon. Wir sind live. 3, 2. Was geht ab, Brüder und Schwestern? Gottkönigin Tyrene spricht dir live. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Die am meisten gewünschte Hinrichtung. Die große Ketzerin persönlich, der Firehawk. Sieh mal einer an. Smile. Und die ergebensten Anhänger haben die Ehre, sie zu erledigen. Das ist nicht alles. Wir kennen den Weg zur großen Kammer. Ab nach Promethea! Und immer schön liken, folgen und gehorchen. Ja, genau. Halb so wild, Lil. Alle Legenden sterben. Du hattest einen guten Lauf, wirklich. Oder? Das sagen die Leute zumindest so. Ich glaub's ja eher nicht. Okay. Verschwinden wir von mir. Ich will sehen, ob Katagawa Wort hat. Überlass die Reste den Hunden. Bye bye. Danke für die Karte. Und deine Kräfte. Ich beende, was du begonnen hast. Bis dann, Firehawk. Oder was immer du jetzt bist. Okay. Lasst mich da raus, ich muss Lilith retten. Ein Hinterhalt! Da kommen wir nicht durch! Nimm den Lift zur Rampe, ich versuch die Tür zu öffnen! Kammerjäger! Ich schick mich doch schon! Aus dem Weg! Ah, ich hab ne Idee. Das ist, ja, das war ein bisschen sehr unschön. Warte mal. Ich bin schon auf dem Weg. Lilith wurden die Kräfte beraubt. Ich sollte mich, glaube ich, beeilen, oder? Warte mal. Wir haben Zeit. Elementarschaden, Schockschaden. Nahkampfschaden. Okay. Ich finde die wirklich, die KDK finde ich ein bisschen, ja. Also Anfang ist jetzt gut gemacht mit Lilith, dass sie ihre Kräfte verliert. Komm mal
Jetzt kannst du uns nochmal kontaktieren, weil sie keine Sirene mehr. Jetzt kannst du nicht mehr die Sirenenkontaktierung machen. Immer nur 6 Sirenen zur selben Zeit. Wir haben eigentlich. Ja. Oh, 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 oh. F. Ja, Lille, bleiben wir ganz gechillt. Tyrene Angel, also, sagen wir mal so. Alle, die was ich jetzt soweit kenne. Ich will den haben. Warte, warte, warte. Ich brauche eine andere Waffe. Die und? Die Taschen. Hallo, du. So. Ich musste ihn mir gönnen. Aha. Alter. Jetzt habe ich das letzte Mal nicht. Warum habe ich das letzte Mal nicht gemacht? Oh. Mein Gott. Ich muss mal ein bisschen was ablegen. Lilith, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Das kann weg. Das. Das eigentlich nicht, aber das. Das, 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 das. Ich nehme jetzt erstmal alles, was so grünlich ist. Den Rest lasse ich liegen. Das kann irgendjemand anders mitnehmen. Das wir behalten können. Das braucht keiner. Ja, aber was, Pajon? Oben ist nichts mehr. Abwärts. Okay, Arena. Liv kann jetzt gar nichts mehr machen, oder was? Haha. Wer hat sich gut unterhalten? Ich mich mit dir? Nee. Was? Nate? Na komm schon. Nur eben gut, wir haben jetzt natürlich sowas wie die Gage. Also hier mal in Borderlands 2 spielen. Was ist der? Würdiger Gegner? Nur ein Badass-Fanatiker. Das ist doch nichts Besonderes. Oh.
Jaha. Machen wir dich mal wieder kampfbereit. Das wird schon wieder, Schwester. Danke, Kammerjäger. Oh, es geht schon wieder. Los zum Schiff. Kammerjäger, hier drüben. Alter. Okay, das finde ich schon krass. Also, kann das jetzt so Tyrene oder ist das allgemein so ein bisschen so ein, wie heißt das, Sirenending, dass man sich da so, oh, ich nehme jetzt einfach so die Kräfte und dann mache ich einen auf Schubidubi, Hubidubi, Schubi. Kajat? KJ, okay, betritt das Schiff, ist immer auf der Sanctuary. Ich würde sagen, bevor wir das Schiff betreten, würde ich diese Folge noch fix beenden. Und ihr habt jetzt gesehen, warum ich in der letzten Folge mich auch schon mit diesem Spruch verabschiedet habe, weil dieser Spruch kommt in diesem Spiel vor. Habt ihr aber auch schon in den Trailern gesehen und so. Deswegen werde ich, also ich nehme diesen Spruch jetzt nur für dieses Let's Play. Weil der gehört einfach zu diesem Spiel dazu jetzt mit. Ich würde mich, wie gesagt, jetzt von euch verabschieden. Hoffe, dir, euch, ja, ich habe jetzt wieder euch gesagt. Hat es Spaß gemacht zuzuschauen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Looten und Killen an den Borderlands oder jetzt nicht auf Borderlands, sondern auch auf anderen Planeten. Auf Pandora. Allgemein an die Borderlands. Und damit verabschiede ich mich und denkt immer dran, liken, folgen, gehorchen. Bis dahin, auf Wiedersehen.